liebte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir. Der Herr segne dich und behüte dich, lass sein Angesicht leuchten und sei gnädig mit dir. Sein Angesicht sei dir zugewandt, Friede mit dir.
Halleluja! Danke, danke, Jesus! Der Herr ist immer mit dir. Er ist immer um dich her. Er ist immer für dich und nie gegen dich. Er ist dein Herr, dein Gott, der Erlöser. Jesus, wir danken dir. Du bist auferstanden. Du bist da, Jesus. Du bist hier in deiner Gnade. Und wir danken dir für den neuen Bund. Danke, Jesus, für diesen neuen Bund. Gnade über Gnade wird dir folgen. Dein Leben lang, sie wird dir nachjagen. Danke, Jesus, sind wir nicht mehr im Alten. Danke für das Neue. Danke, hast du einen neuen Bund mit uns gemacht. Durch dein Blut, Herr, wir preisen dich. Danke, dass du uns täglich versorgst, Herr. Das Gesetz fordert immer von dir. Aber seine Gnade versorgt dich. Sie versorgt dich heute mit allem, was du brauchst. Streck dich aus. Das Gesetz fordert, aber Gnade versorgt dich immer. Das Gesetz ist kalt und hart, aber Gnade ist gnädig und barmherzig. Gnade ist mit dir, umgibt dich, denkt an dich und segnet dich. Gnade ist eine Person, Gnade ist Jesus. Gnade ist das Nummer eins in deinem Leben. Jesus, du bist hier, du bist mit uns, du bist in unserem Zentrum. Du erfüllst diesen Raum, du erfüllst jedes Haus. Herr, du bist an jedem Ort. Wir danken dir. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du uns, Herr, einen neuen Bund geschaffen hast. Herr, und ich danke dir, können wir diesen Bund aktivieren? Können wir in neuen Sprachen beten? Das ist der neue Bund. Jeder Bund hat ein Zeichen. Wir leben im neuen Bund und das Zeichen ist das Sprachengebet. Und wir können den neuen Bund aktivieren. Und wenn du deinen Mund öffnest, dann füllt der Herr deinen Mund mit seiner Gnade. Und Gnade wird fließen von deinen Lippen, denn er hat Gnade ausgegossen auf deine Lippen und du bist gesegnet auf ewiglich. Du bist die Gesegnete des Herrn. Du bist der Gesegnete des Herrn. Und ich danke dir, Herr, füll du unseren Mund. Wir wollen uns eins machen im Gebet und diese Sprache nutzen und dich anbeten im Geist und in der Wahrheit. Denn solche Anbeter sucht der Herr und er hat dich gefunden. Und wenn er dich gefunden hat, kannst du deinen Mund öffnen und die Quellen und die Ströme fließen lassen. Danke, Jesus. Halleluja. Ombre shaka baramanda essa essa mai se se se. Abrashita abrashita shalim abrasa abora mambra abra seda seda mai se se se. Seda shalim seda bora mambra abra shaka bai shaka bai shaka bai. Essa 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 mai 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 se 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 poco barassa. Shaka bai shaka bai shaka bai shalim abrasa abora abora shalim abrasa. Mai 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 se 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 mai 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 se 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 poco barassa. Halleluja abba. Se 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 mai 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 sa 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 abra shita. Halleluja Vater, wir danken dir, wir preisen dich Herr, der Herr wird dich führen und leiten ohne Unterlass. Er wird deine Seele sättigen in der Dürre. Wenn du Dürrezeit durchgemacht hast oder machst, der Herr wird deine Seele sättigen in der Dürrenzeit, in der Dürre, und er wird dein Gebein erquicken. Wenn dein Gebein müd und schwach ist, er wird dein Gebein erquicken und du wirst sein wie ein wasserreicher Garten, wie eine Quelle, die niemals versiegt. Das bist du, denn er ist eine Quelle in dir und du schöpfst in dir heraus die Quelle des Lebens. Jesus, ich danke dir. Danke, Herr. Er wird deine müde Seele erquicken. Er wird deine Gebeine stärken, wenn du durch die Zeit der Dürre gehst. Er ist dein Herr. Er wird dich sättigen. Er wird dich führen. Er wird dir leiten. Er wird dir Rat geben und Antwort geben. Herr, ich danke dir. Danke, 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 was du schon lange in deinem Herzen hast. Das hat dir der Herr in dein Herz gepflanzt. Denn der Herr redet immer in deinem Herzen. Er redet nicht zu deinem Verstand. Das Gesetz redet zu unserem Verstand. Aber der Geist spricht immer zu unserem Herzen. Weißt du, für das Gesetz brauchen wir nicht den Heiligen Geist. Jeder kennt das Gesetz. Das Gesetz vernehmen wir mit unserem Verstand und jeder kann das Gesetz erkennen im Verstand. Aber der Geist ist gekommen, um dir Gnade in deinem Herzen zu offenbaren. Und was du in deinem Herzen hast, hat dir der Herr ins Herz gepflanzt. Herr, ich danke dir und ich preise dich, Jesus. Ich danke dir für diesen neuen Bund. Ich danke dir, Herr, dass deine Gnade mit uns ist, für uns ist, jeden Morgen neu.
Danke, Herr, für deine beständigen Gnadenerweisungen. Danke, Herr, dass du uns gnädig bist. Danke, Herr, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, dass du jedes Leid getragen hast. Jesus, danke. Danke, Herr, dass du gekommen bist, Herr. Du hast das Evangelium gepredigt, Herr. Das Evangelium den Kranken, dass sie geheilt werden, den Blinden, dass sie sehen werden, den Gefangenen, dass sie in Freiheit kommen. Jesus, die Erlösung ist Freiheit. Du hast verkündet und gebracht das angenehme Jahr. Dektos, Kairos ist jetzt Zeit. Kairos und Dektos sind dieselben Bedeutungen. Es ist nicht dasselbe Wort, aber dieselbe Bedeutung. Dektos, das angenehme Jahr, ergreife es jetzt. Jetzt ist der Moment, wo du Heilung empfängst. Heilung am Thron Gottes, im Allerheiligsten. Jesus, ich danke dir, können wir essen und Gesundheit empfangen. Danke für Heilung und Gnade, die fließt, Herr. Danke, Herr, auch diese Kehlkopfentzündung, die weicht jetzt im Namen Jesus Christus. Danke, Herr, dass deine Hand diesen Kehlkopf berührt. Und im Namen Jesus, Kehlkopf, sei geheilt, sei gesund, sei stark. Im Namen Jesus, alle angegriffenen Stimmbänder. Danke, Herr, dass du diese Stimmbänder salbst, Herr, und wiederherstellst. Im Namen Jesus, ich danke dir, Herr, wo immer Nöte und Gebrechen sind, Herr. Danke, wir essen dein Leib. Und ich danke dir, Herr, dass göttliche Gesundheit fließt, Herr. Ich danke dir, Herr. Wir essen und ich spreche Gesundheit. Halte deine Hand, wo auch immer du Schmerzen hast. Halte deine Hand auf diese Stelle. Und Jesus berührt dich und ich spreche im Namen Jesus, sei geheilt. Seine Hände wurden durchbohrt, dass du geheilt bist. Wo immer dein Schmerz ist, ich spreche Gesundheit und Heilung. Danke, dass deine Salbung fließt, Herr. Danke für Wiederherstellung. Dein Leib, Herr, wurde am Kreuz durchbohrt. Alles hat sich auf deinem Körper absorbiert, damit wir, Herr, göttliches Leben haben. Amen. Du bist rein, du bist ohne Makel in Christus Jesus gewaschen. Der Vater sieht dich immer in Christus. Du bist die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Du bist reich gesegnet, höchst begünstigt und tief geliebt in Christus Jesus. Amen. Halleluja, der Herr ist gut. Der Herr dient uns immer. Er dient uns, er segnet uns am heutigen Morgen. Und du bist hier, weil du empfangen möchtest. Grace Family Church, Life Church, herzlich willkommen. Der Herr wird uns heute dienen, denn wenn wir zu seinen Füßen kommen, wird er dir dienen. Und du bist unter der Waschung von Jesu am heutigen Morgen. Denn das Wasserbad des Wortes wird dich heute berühren. Amen. Wen haben wir alles dabei? Preis dem Herrn für die Life Church und Grace Family Church und alle, die hier mit dabei sein, sind. Silvia Tomacek, guten Morgen aus Niederösterreich. Anja Klemm, Grüße aus Deutschland. Manuela Schwanke, danke für diese wunderbare Gemeinde. Ihr seid so ein Segen und wir sind gesegnet durch euch. Amen. Preis dem Herrn. Petra Löwe und von überall her, Janette Thiermann, wow, einen wunderbaren, gesegneten Gottesdienst. Das werden wir haben. Amen. Wenn wir Jesus suchen, haben wir immer eine gute Zeit. Amen. Hey, herzlich willkommen und wir freuen uns, einfach das Wort des Herrn zu hören. Wir freuen uns, in der Gegenwart von Jesus zu sein, denn das ist das Beste, ihn zu suchen. Und ich möchte mit euch ein Wort teilen aus Psalm, also dem Psalm 1, denn es ist immer gut, den Herrn zu suchen. Amen. Denn hier heißt es,
Wohl dem, der nicht wandelt nach dem Rat der Gottlosen, noch tritt auf dem Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachsinnt, Tag und Nacht. Wir sind unter Gnade. Jesus hat das Gesetz erfüllt für dich und für mich. Jesus ist das Ende des Gesetzes. Wir meditieren und suchen das Wort der Gnade und haben Lust am Wort des Herrn Tag und Nacht und Tag und Nacht. Weißt du, es ist gut, immer über den Herrn nachzusinnen. Natürlich, wenn du an der Arbeit bist, tust du dies und das, musst deinen Kopf bei der Sache haben. Aber wir sollen über das Wort, über Jesus nachsinnen. Er ist das Wort, über ihn nachsinnen. Wer über ihn nachsinnt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht und alles, was er tut, gerät wohl. Nicht so die Gottlosen, sondern sie sind wie die Spreu. Also wir sehen hier, es gibt einen Unterschied. Der Herr macht immer einen Unterschied. Wenn wir ihn suchen, wenn wir gepflanzt sind am Wasser, dann sind wir Bäume, die niemals verwelken. Deine Blätter werden niemals verwelken. Du wirst immer grün sein und alles, alles, was er tut. Weißt du, wirklich alles ist alles. Alles, was du tust, gerät dir wohl. Überall, in jedem Bereich, in deinem Leben, auch finanziell. Alles, was du anpackst, Jesus ist immer dein Erfolg. Jesus segnet dich. Alles kommt von ihm. Und wenn du deine Gedanken auf ihn gerichtet hast, dann bist du gesegnet. Wenn du im Wort bist, in der Gemeinschaft, der Herr macht einen Unterschied. Denn es heißt ja im Vers 4, nicht so die Gottlosen. Der Herr macht immer einen Unterschied zwischen dir und der Welt. Du bist gesegnet, wenn du ihn suchst. Denn wir wissen, er ist die Quelle des Lebens und in seinem Licht sehen wir das Licht. Und wenn wir gepflanzt sind an dieser Quelle, dann verwelken wir nie. Und alles, was du tust, alles, was du tust, wo du deine Kraft hineingibst im Herr, alles wird dir geraten. Alles wird dir gelingen. Jeden Tag. Also suche den Herrn, suche die richtige Quelle. Weißt du, es gibt viele Quellen in der Welt. Tu dies, tu das nicht. Was sollst du tun? Heute diese Meinung, morgen diese Meinung. Was sollen wir heute tun und was war gestern? Aber das Wort ist immer dasselbe. Das Wort wankt nicht. Er ist derselbe. Preis dem Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Gestern, heute und alle Zeit. Er ist derselbe und er ist die Quelle des Lebens. Und diese Quelle ist beständig dieselbe Quelle. Es ist nicht einmal so, einmal so. Sei gepflanzt, gegründet, gefestigt im Herrn. Sei nicht wankelbar mit all dem, was da draußen in der Welt ist. Schaue auf Jesus, sinne über ihn nach. Und das sehen wir auch in Jeremia, Kapitel 17, Vers 7. Heißt es, das korrespondiert mit Psalm 1, gesegnet ist der Mann. Wenn wir jetzt die Verse zuvor lesen würden, würde es auch wieder heißen, der Gottlose oder der ohne den Herrn lebt, der sei verflucht oder hat kein Gelingen. Aber es heißt gesegnet. Gesegnet ist der Mann oder die Frau, der auf den Herrn vertraut und dessen Zuversicht der Herr geworden ist. Also auf ihn vertrauen, ihm glauben, denn er wird sein wie ein Baum, der am Wasser gepflanzt ist und seine Wurzeln am Bach ausstreckt, der die Hitze nicht fürchtet, wenn sie kommt, sondern seine Blätter bleiben grün, auch in einem dürren Jahr braucht er sich nicht zu sorgen und er hört nicht auf, Frucht zu bringen. Amen, du hörst nicht auf, Frucht zu bringen. Du bist einfach am Weinstock eingepflanzt, wie ein Baum, und der Baum, der kümmert sich, der bringt einfach die Frucht, aus der Wurzel kommt der Saft und das sind die Äste und es gibt Blüten und Äpfel, aber die Äpfel, die wachsen einfach, die sorgen sich nicht, die tun nichts dafür, es wächst einfach Frucht, weil der Saft aus der Wurzel kommt. Und so ist es mit uns, wenn wir am richtigen Ort sind, wenn wir zu ihm hin ausgerichtet sind,
dann bringen wir alle Zeit Frucht. Alles wird gelingen, alles wird gedeihen, du wirst Erfolg haben in deinem Leben. Achte auf den Herrn. Es heißt, wir sollen uns nicht fürchten, wir sollen vertrauen. Und das ist jeden Tag, sind wir herausgefordert. Wer dem Herrn vertraut, er braucht sich nicht zu sorgen, nicht zu fürchten, du wirst Frucht bringen. Also entscheide dich immer wieder, Herr, ich vertraue dir. Du kannst entscheiden, ja, Sorgen, Furcht, Angst. Oder Herr, ich vertraue immer wieder, jeden Tag. Es gibt immer Herausforderungen, es gibt immer Situationen. Du kannst immer entscheiden, Herr, ich vertraue, ich entscheide mich. Ich verlasse mich nicht auf meinen Verstand. Ich schaue nicht auf das Sichtbare, sondern wir leben im Glauben und du wirst viel Frucht bringen. Amen. Drum, wir trachten das Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Einfach auf ihn schauen, nach oben schauen und er wird alles hinzufügen. Er wird dir alles hinzufügen und er wird dich immer versorgen mit allem, was du brauchst. Amen. Halleluja. Preis dem Herrn. Dann haben wir noch eine Ansage. Wir haben am nächsten Montag, also am Montag in einer Woche, haben wir Grace Academy Mastertag. Preis dem Herrn. Du kannst eine ganze Tageskost haben. Du kannst das Wort hören von morgens um 9 Uhr bis am Abend. Verschiedene Lektionen, verschiedene Themen. Du kannst einfach reinhören. Live, sei doch mit dabei und höre einfach das Wort der Gnade. Amen. Gut, dann haben wir bald Spendentag. Spendentag haben wir, muss ich, am 21. bin ich richtig? 21. März, genau, und wir haben viel vor. Amen. Bitte. Wir haben viel vor. Genau. Wir haben es gemeinsam vor. Ja, amen. Preist dem Herrn. Und hello, hello, hello everybody. Amen. Komm nur, komm. Ja, ja. Ganz genau. Und einfach für all diejenigen, die auch neu in der Life Church sind, neu in der Grace Family Church sind, diesen Spendentag, den machen wir seit vielen, vielen Jahren. Das war jedes Jahr im März war es so und werden das auch weiterführen, dass wir einmal im Jahr werden wir für die Gebäudeamortisation sammeln. Und der Herr hat großartig gewirkt in den letzten Jahren. Und dieses Jahr ist es eben so, dass wir das verbinden werden mit einem Vorzeltprojekt. Jetzt Pastor Samuel wird nächsten Sonntag euch dieses Projekt ausführlich eben noch darlegen und aufzeigen. Und deswegen, wir haben diese Karten schon gemacht, die auflegen bei den Stühlen. Für all diejenigen, die zuschauen im Internet und für die Life Church, wir haben diese Karte als PDF auf unsere Website hochgeladen. Und so habt ihr wirklich gute Einsicht, was wir machen, und zwar, Pastor Samuel wird nächste Woche vorstellen, wie wir das Vorzelt hier vorne schließen werden, auch aufgrund eben von dieser anhaltenden Corona-Pandemie und Situation, um Gemeinschaft auch hier vor Ort besser zu ermöglichen. Okay? Denn wir wollen wieder zusammen im Sommer gemeinsam essen. Amen. Halleluja. Wir wollen gemeinsam wieder miteinander Lunch haben, Austausch Amen. Haben, etc., etc. Und deswegen, dieses Jahr ist die Gebäudeamortisation verknüpft mit unserem Vorzelt-Projekt. Und wir machen es jedes Jahr so, wir haben einen Stichtag. Und dieser Stichtag, wie ihr seht, ist der 21. März. Und deswegen, für all diejenigen, die uns wirklich helfen möchten, wir haben hier in der Innenseite eine sogenannte Abreißkarte. Und wie funktioniert eine Abreißkarte? Mit Abriss. Zack. So, also, und das ist wichtig für unsere Buchhaltung, dass, wenn du mitmachen möchtest, mit einem einmaligen Betrag, mit einer monatlichen Spende oder Beträge, zum Beispiel über ein Jahr hinaus, all das ist möglich mit dieser Abreißkarte. Leg es uns doch nächste Woche einfach in den Opferstock oder send es uns ein und dann wissen wir, und wir werden immer das Fenster bis Ende Monat offen halten. Unsere Buchhaltung weiß, wie sie dann kalkulieren muss mit der Gebäudeamortisation, mit dem Vorzeltprojekt und deswegen immer dasselbe System. Ihr, die ja schon länger hier seid, ihr wisst, wie es funktioniert. Und wir danken jetzt schon für all diejenigen, die uns mithelfen werden, auch das realisieren zu können. Der Gesamtbetrag für dieses Jahr mit dem Vorzelt, also mit dem Umbau, beträgt 145.000 Franken.
Das fällt allein, fallen 70.000 fallen auf das Vorzelt ab. Und deswegen unsere Amortisationen kommen jetzt wieder runter, okay, für das Gebäude. Weil da gab es Zeiten, wo wir 314.000 Franken amortisieren mussten. Und das war nur Gebäudeamortisation. Das war vor ein paar Jahren her. Und kannst du dir vorstellen, der Herr hat uns versorgt und Menschen haben uns geholfen. Halleluja. Danke, danke, danke für all die vergangenen Jahre. Und das wollten wir euch kurz ansagen, kurz aufzeigen, auch für die Life Church. Toll wäre es, wenn wir alle mitmachen würden, auch die Life Church. Und so, preis dem Herrn, unsere Zukunft gestalten und formen können. Amen. Für die Community, für die Grace Family. Die Grace Family wächst nämlich, stimmt's? Life Church bekommt jede Woche neue Anmeldungen, neue Hosts-Anfragen und. Und ja, wir rasen nicht, aber wir gehen in einem guten Tempo voran, in einem gesunden Tempo, damit wirklich auch das nachher auf stabilen Füßen alles steht. Halleluja. Amen. Okay, praise the Lord. Amazing. Wir sind so gesegnet als Gemeinde. Der Herr hat dieses Gebäude uns geschenkt und ihm sei alle Ehre. Wir bauen und der Herr versorgt uns, damit das Evangelium der Gnade hinausgeht und er gibt uns so viele Möglichkeiten. Also danke für alle eure Spenden, für alle Unterstützung. Der Herr ist gut, der Herr ist treu, er versorgt uns. Wir haben noch kurz das Spendenbild, wenn ihr uns unterstützen möchtet, auf dem Schweizer Konto, Eurokonto und natürlich mit Wind. Herzlichen Dank euch allen. Nichts. PayPal funktioniert wieder. PayPal funktioniert? Ist jetzt hier nicht drauf, aber auf unserer Website. Super, PayPal funktioniert wieder. Preis genau. Den Herrn. So viele Möglichkeiten, wie es dir am einfachsten und am ringsten geht. Und vielen Dank. Wie gesagt, für uns ist nichts selbstverständlich. Der Herr segnet uns, der Herr segnet euch, der Herr segnet dich. Preis dem Herrn. Amen. Gut, dann sehen wir noch das Highlight-Video. Und unsere Ordner gehen mit den Körben durch die Reihe. Genau, so see you in 2 minutes. Genau. So, lass uns nun freimütig hinzutreten. Wann? Wann? Jetzt und wenn wir schwach sind. Wenn du Depressionen hast, wenn du Ängste hast, wenn du keinen Ausweg hast, wenn du keinen Ausweg siehst, möchte er, dass du jetzt kühn vor den Thron trittst, auf dem wir sitzen werden. Amen. Damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden und Hilfe. Preis dem Herrn. Aber er hat Mitleid, er empfindet Sympathie und du musst dich nie schämen für eine Depression. Du musst keine Scham haben und du brauchst dich nicht zu schämen, denn der Herr hat einen Weg, wie du darüber gewinnen kannst. Das ist dein Hohepriester, der jetzt da ist und der jetzt dir sagt, komm vor den Thron der Gnade. 2. Korinther 6, Vers 2. Gott sagt ja, als es Zeit war, als es Kairos war, dir meine Gnade zu erweisen, habe ich dich erhört. Deswegen ist er der Hohepriester unseres Bekenntnisses. He listens, he hears. Aber du musst deinen Mund öffnen. Als der Tag der Rettung kam, habe ich dir geholfen. Hilfe für Depressionen. Deswegen heißt diese Serie Winning over Depression. Heute ist der Tag des Heils. Heute, siehst du, Kairos ist jetzt. Du kannst jetzt, heute, über den Kampf der Depression heute gewinnen. Begreif doch, sagt er. Siehst du, das ist das Einzige, was wir wissen müssen. Realize. Jetzt ist dein Kairos. Jetzt ist die Gunst der Stunde. Jetzt ist die Gelegenheit. Jetzt ist die günstige Zeit. Jetzt ist der Zeitpunkt. Jetzt ist der Zeitpunkt da, wo dein Hohepriester dir helfen will. Preis dem Herrn, jetzt ist Kairos.
jetzt ist Kairos und jetzt ist Dektos Zeit. Und das ist the favorable moment, der Moment der Gunst Gottes. Das ist die Zeit, in der wir leben, unter dem neuen Bund, im neuen Bund. Und deswegen, ich glaube, diese Serie Winning Over Depression ist eine ganz, ganz praktische Serie, auch für viele Menschen, die betroffen sind von Depressionen. Viele junge Menschen sind betroffen, einfach aufgrund von, sie sehen nicht in die Zukunft, sie haben keine große Hoffnung, weil es auf und ab geht im Moment mit dieser Pandemie. Wir werden heute ganz, ganz speziell werden wir Folgendes machen. Wir werden jetzt um 9 Uhr, also es ist schon 9.30 Uhr, werden wir den zweiten Teil von Winning Over Depression ansprechen. Und dann um 11 Uhr gibt es noch einen dritten Teil. Amen. Zwei Teile. Ist das nicht fantastisch? Aber leider müssen wir dann den Gottesdienst wechseln. Also für euch, die jetzt hier seid, ihr könnt zu Hause weiterschauen, den zweiten Teil. Aber ich hatte einfach so, ich habe gemerkt bei meiner Vorbereitung, ich habe so viel zu diesem Thema eigentlich noch weiterzugeben, dass es einfach nicht möglich ist, alles in diese 45 Minuten reinzupacken. So ist das okay? Teil 2 jetzt, 9 Uhr, und Teil 3 kommt dann um 11 Uhr. Und ihr könnt das immer unter der Woche auch über unseren YouTube-Kanal natürlich weiterhören und anschauen. Und weißt du was? Der Teil 2 heißt, du bist nicht allein. Amen. You're not alone. You're not alone. Amen. Du bist nicht allein, denn, und jetzt wird es interessant, der Herr hat Mitleid, fühlt mit, immer mit Menschen, die in Krisen, Depressionen und großen Herausforderungen sind. Ich möchte dir heute aufzeigen, dass Depressionen, Angst und Verzweifel keine Zustände sind, die erst heute existieren. Das sind keine Zustände, die es erst seit Corona gibt oder es erst heute existieren. Denn in der ganzen Bibel finden wir Männer und Frauen, Männer und Frauen, die in tiefster Entmutigung zu Gott geschrien haben. Das ist also nichts Neues. Warum sind sie in dieser Bibel zu finden? Warum sind die Geschichten von den Männern und Frauen, die selber in tiefster Entmutigung waren, in der Bibel? Es sind die Geschichten, die Gott braucht, um dir aufzuzeigen, wie er helfen wird. Diese Geschichten sind da, im Alten, im Neuen Testament, um dir zu zeigen, wie er eingreifen wird und wie er helfen wird. Weißt du, im Römer 15 um Vers 4 heißt es folgendermaßen: Alles, was zuvor geschrieben oder aufgeschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung geschrieben, damit wir durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Wenn wir also in diesem Teil 2, du bist nicht allein, das ist der Titel, wenn wir jetzt von einem Mann zum anderen springen, zu einem Bibelcharakter zum anderen springen, werden wir sehen, dass diese Dinge sind für uns aufgeschrieben, damit du Hoffnung schöpfen kannst. Sie sind da, die Geschichten sind da, um dir aufzuzeigen, auch mit was für Herausforderungen wir in der heutigen Zeit zu tun haben. Und das sind großartige Geschichten, die wir sehen. Aber wir gehen eine nach der anderen durch. Und wir werden erstaunlich vieles feststellen. Denn auch sie waren entmutigt. Aber hier sind ein paar prominente Beispiele von Personen in der Schrift, die durch Depressionen gegangen sind. Nummer 1. Wir sprechen zuerst über Josua. Josua, der große Feldherr, er nimmt das Land ein. Er hat die Verheißung, dorthin zu gehen, ins Land, wo Milch und Honig fließt. Preis dem Herrn. Amen. Das war die Verheißung. Und er nimmt das Land ein und er nimmt eine Stadt nach der anderen ein. Aber die einzige Niederlage, von der berichtet wird, fand in der Stadt Ai statt. Also nicht Eier, Ai geschrieben. Ai. Okay? Aber man sagt Ai. Sag einmal mit mir. Ai, 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 Ai.
Ganz genau. Dort fand nämlich eine einzige Niederlage statt, von der berichtet wird. Und der Grund für die Niederlage vom Kriegsheer Israels bei der Eroberung des verheißenen Landes war mannigfaltig. Zum Beispiel einer der Gründe war die Sünde Achans, weil er sich an Reichtümern vergriffen hatte, die dem Herrn gehörten. Okay. Aber es gibt verschiedene Gründe, das ist nur eine Seite, es gibt verschiedene Gründe. Wir gehen nicht auf all das ein. Josua, der große Feldherr, er realisiert, die Schlacht ging verloren, ein großer Verlust. Und jetzt ist er völlig entmutigt. Er ist völlig entmutigt und er jammert vor dem Herrn und sagt, ach, warum hast du uns hierher geführt? Ein Spruch, der sich immer wieder wiederholt. Und dann sagt der Herr in Josua 7 und Vers 10, da sprach der Herr zu Josua: Steh auf. Und ich glaube, das ist, was Gott den Entmutigten sagt. Steh auf. Get up. Steh auf. Warum liegst du denn auf deinem Angesicht? Ja, da gibt es eine Zeit, um zu weinen. Da gibt es eine Zeit, um zu trauern. But the Lord is saying, get up. Please, get up. Steh auf. Und ich möchte dir Ermutigung zusprechen. Wenn du in einer Situation bist von Entmutigung, Depression, Niedergeschlagenheit, der Herr möchte dir sagen, steh auf. Get up. Denn eine Schlacht zu verlieren, bedeutet noch nicht, den Krieg verloren zu haben. Verstehst du? Es sind immer diese Trigger, die Depressionen auslösen. Es sind immer Triggermomente, Auslösermomente, die eine Depression auslösen. Und in den meisten Fällen ist es immer eine Art von Verlust. Ob es jetzt ein echter Verlust ist, zum Beispiel jemand verliert jemand anderen, den er liebt, oder ob es ein projizierter Verlust ist, das sind Verlustängste vor der Zukunft, oder die in der Zukunft stattfinden könnten, meistens ist es ein Verlust. Und aus einem Verlust entsteht dann oftmals eben eine Depression. Aber verstehst du, ganz wichtig, der Herr möchte hier sagen, eine verlorene Schlacht bedeutet noch nicht, dass wir den Krieg verloren haben. Wir alle werden Enttäuschungen erleben und wir alle werden Schlachten verlieren. Aber das bedeutet nicht, dass wir den Krieg verloren haben. Das ist eine Redewendung, verstehst du das nicht? Schweiz ist neutral, wir gehen nicht in den Krieg. So. Das ist eine Redewendung, okay? Und das ist, was er hier ihm sagt. Der Herr möchte dir sagen, steh auf wie zu Josua. Was für eine Ermutigung. Und manchmal muss dir jemand sagen, steh auf, komm, let's get up. Hier ist die Hand. Steh auf, preis dem Herrn. Und dann stehen wir auf. Und das Wunderbare ist, der Herr sagt dir, steh auf. Das ist ein gutes Wort, Amen. Das ist ein gutes Wort und manchen hat das geholfen in Depressionen, als sie das hörten, dass sie das gemacht haben. Preis dem Herrn. Das zweite Beispiel ist Jakob. Jakob ist das zweite Beispiel, das ich mit dir anschauen möchte. Und was möchte uns der Herr durch die Geschichte Jakobs sagen? Du erinnerst dich, Jakob, seine Söhne, die 12 Jungs, 12 Stämme Israels. Josef geht verloren, schon früh. Und niemand weiß, Josef wurde der zweite Mann Ägyptens, der Premierminister Ägyptens, number two power in the world, nebst Pharao. Und die Hungersnot ist im Land. Jakob, der Papa, sendet seine Söhne ins Land Ägypten, um Speise zu kaufen. Sie haben keine Ahnung, dass Josef vor ihnen steht. Und Josef versorgt sie. Aber Josef sagt, hey, wenn ihr das nächste Mal kommt, will ich Benjamin sehen. Weil Josef und Benjamin sind von derselben Mutter. Er sehnt sich danach, seinen jüngeren Bruder zu sehen, Benjamin. Und er sagt, aber Simeon, lass dir hier, da ist das Pfand, damit ihr ja wiederkommt. Und so die Brüder gehen zurück und sie bringen den Wohlstand von Ägypten zurück und sagen aber, hey, Simeon musste zurückbleiben und jetzt müssen wir noch Benjamin mitnehmen. Weil Benjamin kam das erste Mal nicht mit. Und sie sagen, Papa, Der Typ dort, der Regent von Ägypten, der will unbedingt Benjamin sehen. Wir haben keine Ahnung warum, aber deinen geliebten Jüngsten, das ist immer der Kleine, oder? Der Kleine ist der Jüngste, wir müssen ihn mitnehmen, sorry. Und weißt du, was Jakob sagt? Jakob sagt, und hier ist die Bibelstelle, kannst du mir die nächste Bibelstelle geben? 1. Mose,
42, Vers 36. Und ihr Vater Jakob sprach zu ihnen, ihr habt mich meiner Kinder beraubt. Josef ist nicht mehr. Simeon ist nicht mehr. Und Benjamin wollt ihr mir jetzt auch noch wegnehmen. Und das ist der Vorwurf des Vaters gegenüber seinen Söhnen. Und jetzt sagt er das, das ist der entscheidende Satz. Dies alles ist über mich gekommen, nichts, wie es in der Hoffnung für alle heißt, bleibt mir erspart. Das ist, was er sagt. Nichts bleibt mir erspart. Das ist mein Leben. Nichts bleibt mir erspart. And that's a lie. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn Jesus in unserem Leben ist, bleibt uns vieles erspart. Denn der Herr schützt uns konstant. Wir sind die Schutzbefohlenen des Herrn. Und du weißt gar nicht, was dir alles erspart geblieben ist gegenüber Menschen, die Jesus nicht kennen. This is not true. Das ist nicht wahr. Nichts bleibt mir erspart, heißt es in der Hoffnung für alle. Dies alles ist über mich gekommen. Nichts bleibt mir erspart. Nein, 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 Freunde. Jakob muss lernen, loszulassen. Und wenn du in Situation bist von Entmutigung, Niedergeschlagenheit, lerne loszulassen. Du musst Dinge in deinem Leben loslassen. Vielleicht musst du den Verlust, den du erlitten hast, loslassen. Wen muss Jakob loslassen? Seinen geliebten Jüngsten, Benjamin. Josef war schon lange weg. Jetzt Simeon ist das Pfand bei diesem schrecklichen Pharao. Und jetzt wollt ihr noch meinen geliebten Jüngsten. Dann, wenn wir etwas festhalten, verbissen, stehen wir kurz davor, es sowieso zu verlieren. Halte nicht verbissen an etwas fest. Halte nicht verbissen an Menschen fest. In einem gesunden Verständnis jetzt angesprochen, verstehst du? Lerne loszulassen. Und manchmal ist es dieser Verlust, diese Verlustangst, lass los und lebe. Amen. Amen. Was für ein einfacher Satz. Was für eine große Wirkung. Lass los und lebe, Bro. Lass los, so wie Jakob loslassen muss. Weil am Schluss, wie drehte sich die Geschichte? Indem er loslasste, gewann er alles. Er ließ los und er hatte wieder alle Söhne beisammen am Schluss. Er ließ los und er hatte genug zu essen. Er ließ los und er hatte den Wohlstand Ägyptens anhand von Wagenladungen vor seinen Augen. Silber, Gold, alles, was du dir vorstellst. Nicht nur genug Essen, sondern the riches of Egypt. Der Reichtum Ägyptens landete bei ihm, weil er losließ. Und oftmals ist es so, dass es betrübt uns, wenn wir uns mit diesem Gedanken befassen müssen, loszulassen. Aber der Segen nachher ist umso viel und umso größer. Amen. So, das ist die Geschichte von Jakob. Was will uns der Herr sagen? Lass los, damit ich dich segnen kann. Was will er Josua sagen? Steh auf, ich habe noch mehr mit dir vor. Verschwende deine Jahre nicht in Zeiten der Entmutigung. Stell dir vor, all die wunderbaren Talente, Gaben, Segnungen, Blessings, die verloren gehen bei Menschen, die nicht aus ihrer Depression rauskommen. Und wenn das ein Jahr, zwei Jahre ist, geht ja das doch alles irgendwie. Aber wenn Menschen 10, 20 Jahre lang in ihrer chronischen Depression, stell dir vor, all die Talente, die verloren gehen. Und oftmals sind es die mehr sensiblen Menschen, die anfälliger sind. Stell dir vor, all die Gaben. Stell dir vor, ich wäre in meiner Depression geblieben, 1999. Dann würde jemand anders hier stehen heute Morgen. Gott hat immer einen anderen Plan A. Aber trotzdem, so viele Jahre, Lebensjahre wären verloren. Dritte Person, die wir uns anschauen. Freund, du bist nicht allein. You're not alone. Ist Elia. Elia, der große Prophet. Was für ein Prophet, was für ein Wunderwirker. Und jetzt muss er vor Isabel fliehen.
Er flieht vor einer Frau, stell dir das vor. Geht mir fast nicht in den Kopf. Gut, sie war die Königin. Er flieht vor Isabel. Und jetzt ist er im Moment von tiefer Depression. Und der Mann hatte Suizidgedanken. Schau an, was uns die Bibel sagt. 1. Könige 19, Vers 4 bis 7. Er selbst aber ging hin in die Wüste. Der Mann rannte in die Wüste. Er rannte wirklich, wirklich davon. Eine Tagesreise weit rannte er. Und er kam und setzte sich unter einen Ginsterstrauch. Was immer auch das ist. Eine Pflanze. Und er erbat für sich den Tod. Der Mann wollte nicht mehr leben. Der Mann hatte Suizidgedanken. Er erbat für sich den Tod und sprach, es reicht, es ist genug. So nimm nun, Herr, mein Leben, denn ich bin nicht besser als meine Väter. Wow. Der Mann flieht vor Isabel und er will sich das Leben nehmen lassen. Und er legte sich und schlief ein unter dem Ginsterstrauch. Hier ist das Erste, was der Herr uns zeigen will. Rest. Ruhe. Wenn du nicht mehr weiter weißt, geh schlafen. Amen. Go and rest. Ruh dich aus. Ruh dich aus und das balanciert die Dinge aus und fängt sie auf. Er legte sich hin und schlief. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach, steh auf und iss. Ist es nicht wunderbar, wie der Herr uns versorgt, wenn wir ruhen? Wenn wir ruhen, versorgen uns die Engel. Und als er um sich sah, sah er, da war bei seinem Kopf ein auf heißen Steinen gebackener Brotfladen und ein Krug Wasser. So heute wäre es ein Steak auf heißem Stein. Amen. Das machen wir bald wieder. Hot Stone. Sofern alles wieder aufgeht nächster Zeit. Und ein Krug Wasser. Und Jesus kann das ja verwandeln. Preis dem Herrn, das wäre mehr meins. Und als er es gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. So, er nährte sich und er ruhte. Das ist der Schlüssel für dich. Ruhen, nähren, nähren, ruhen, nähren, ruhen. Und erst dann bist du fit for the ministry. Denn Elia ist ja nicht hier im Vergnügungspark. Elia ist in der Ministry. Elia ist ein Minister. He's a prophet. Er ist ein Prophet und zwar ein ziemlich wichtiger und erfolgreicher und großer und guter. Aber was macht ihn fit für den Dienst? Die Ruhe des Herrn und die Versorgung des Herrn. Wir können erst wirklich fit sein, wenn wir ausgeruht sind und wenn wir genährt sind. Wir müssen zuerst selber gegessen haben, damit wir Prediger sind Köche, damit wir Speise servieren können. Amen. Wir müssen zuerst selber uns nähren lassen. Weißt du, was Billy Graham sagte? Billy Graham sagte einst, und das geht ins Ausruhen hinein. Golfen hat mich davor bewahrt, wahnsinnig zu werden. Wow. Was hat ihn wir reden hier nicht von irgendjemand. Billy Graham, der Mann Gottes, der Evangelist Gottes des 20. Jahrhunderts. Er sagte, Golfen hat mich davor bewahrt, wahnsinnig zu werden. Wir werden nachher noch sehen, warum die Geschichte von Jeremias Depression in der Bibel ist. Vollzeitdiener laufen ständig Gefahr, in Depression zu fallen. Und sie brauchen Ausgleich und Balance. Ich sage dir nachher, warum. Aber bei Elia war es so, dass
er sich ausruhen musste. Lesen wir noch weiter, Vers 6 und Vers 7. Als er sich umsah, sah er, da war der heiße Stein und der Krug Wasser, und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen, Vers 7, und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal. Bemerke, jetzt heißt es Engel des Herrn. Wann immer das Engel des Herrn heißt, ist es Jesus. So, vorher war es Jesus und jetzt das zweite Mal. Und rührte ihn an und sprach, steh auf. There we go. Steh auf und iss, denn der Weg ist sonst zu weit für dich. Get up. Hatten wir das nicht schon mal? Wenn du ausgeruht bist, wenn du genährt bist, jetzt sagt er, klingt wie in einem James Bond Film. Gott sagt, no time to die. Die another day. Tomorrow never dies. Ich weiß, zu viel James Bond geguckt. Aber hier heißen sie nicht immer so, die James Bond Filme, Tomorrow never dies, no time to die. Immer, die heißen immer so. Ein Quantum Trost. Klingt wie ein Bombenfilm. So, keine Zeit jetzt zu sterben. Steh auf, mach dich auf den Weg. Gott ermutigt immer. Gott ermutigt, weil er braucht dich. Lass dich nicht vom Teufel beherrschen. Der Herr braucht dich. Gott braucht dich. Lass dein wunderbares Talent, deine wunderbare Berufung nicht brach liegen. Der Herr braucht dich. Denn wir sind seine Hände und wir sind seine Füße. Der Herr ist nicht mehr auf Erden. Der Heilige Geist ist körperlos. Du bist Gottes Hände. Du bist Gottes Füße. Du bist Gottes Mund. Amen. He needs you. We are his hands and his feet. Amen. So, let's go up. Let's get up. Ist es nicht interessant, dass die Rettung dann kommt, wenn man sich ausruht? Aber weißt du, was ebenfalls so cool ist? Vorher, und die Geschichte von Elia ist ja schön verteilt im ersten König und an anderen Stellen. Und du siehst seinen wunderbaren Werdegang. Und erinnerst du dich, dass als Elia, und du siehst das in den Kapiteln vorher, als Elia Wunder wirkte und großen Glauben hatte, ernährten ihn die Raben. Am Tag von Elias Depression, Suizidgedanken, versorgte ihn der Herr selbst. Am Tag seines großen Glaubens, als er der Witwe diente, als er die Wunder wirkte, versorgten ihn Vögel. Am Tag seines Tiefpunkts seines Lebens mit Suizidgedanken versorgte ihn der Engel des Herrn. Wann ist die Versorgung größer? Je tiefer wir gefallen sind, desto größer ist die Versorgung. Deswegen sagt Paulus im 1. Korinther, im 2. Kapitel, dass diejenigen Glieder und Mitglieder des Leibes, die am wenigsten ehrbar sind und Ehre verdient haben, von uns am ehrenvollsten jetzt behandelt werden. So, im Christentum erschießen wir nicht unsere Verwundeten. Amen. Wir glauben an Gnade, aber wir glauben nicht an den Gnadenschuss. Amen. Im Christentum verbinden wir die Verwundeten. Und wir erschießen nicht die Verletzten. Und genau das ist, was der Herr macht. Er dient ihm. Wow. Er versorgt ihn umso mehr. Am Tag seiner tiefen Depression. Das ist, was du begreifen musst. Wenn du in diesen Entmutigungsphasen bist, die Versorgung ist viel höher.
ist viel größer. Und wir denken dann oftmals, der Herr hat mich vergessen. Nein, dann denkt er am meisten an dich. Amen. Preis dem Herrn. Jona, das nächste Beispiel, Nummer 4. Jona ist ebenfalls lebensmüde. Und jetzt schau dir das an, die Geschichte von Jona, Jona 4. Und ich möchte hier eine etwas längere Passage lesen, weil es so super interessant ist. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist es nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte. Denn ich wusste, dass du ein Gnädiger und ich wusste, dass du ein barmherziger Gott bist. Ich wusste, dass du langmütig bist, dass du große Gnade hast und von großer Gnade bist. Und das Unheil, wusste ich, wird dich reuen über Ninive. Er jammert, weil Gott gnädig ist. Kannst du dir das vorstellen? Jona will sterben, weil Gott barmherzig war. Ich wusste, dass das Unheil dich reut. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir. Denn es ist besser, ich sterbe. Was ist die Geschichte? Die Geschichte ist, Jona ging, predigte und er sah, Gott reut es. Und er will die Menschen nicht verderben, sondern retten. Und er sagt, ah, das ist mir zu viel. Ich bin ein Gerichtsprediger, also soll auch gefälligst Gericht kommen. Und er sagt, ah, nimm meine Seele von mir, ich will sterben. Er will sterben, weil Gott ein guter Gott ist. Das ist sein Ding, da sprach der Herr. Jona, ist es recht, dass du so zornig bist? Hierauf ging Vers 5 Jona zur Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und machte sich dort eine Hütte und saß unter ihrem Schatten, bis er sähe, wie es der Stadt ergehen würde. Jetzt schauen wir mal. Bangkok, New York City, Seattle, jetzt schauen wir mal. Gott möchte all diese Menschen retten in diesen Städten und nicht Feuer vom Himmel. Als die Jünger den Herrn sagen, sollen wir beten, die haben wahrscheinlich alle Jona und Elia im Kopf und die Gerichtspropheten. Und was sagte Jesus? Wessen Geistkinder seid ihr? Hallo? Habt ihr noch nicht begriffen? Das Evangelium ist unter euch. Und das bedeutet Good News, Salvation. Amen. Vers 6. Da entsandte Gott der Herr eine Rizinusstaude. What? Okay, heute haben wir Biologie, oder wie nennt man das? Gartologie. Die wuchs über Jona empor, um sein Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien, weil Gott ein barmherziger Gott ist. Der Mann ist madman, weil Gott so gut ist. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Really? Ich meine, es gehen jetzt dann bald Tausende von Menschen drauf und du freust dich an deinem Garten. Da entsandte Gott einen Wurm. Manchmal muss ein Wurm kommen, manchmal muss dich etwas wurmen. Als die Morgenröte am anderen Morgen aufstieg, da stach den Der Wurm stach den Rizinus, sodass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da entsandte Gott einen heißen Ostwind und die Sonne stach Jona ins Gesicht, aufs Haupt, sodass er ganz matt wurde. Sonnenstich. Und er wünschte sich den Tod und sprach, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich am Leben bleibe. Freunde, der Mann ist in tiefer Depression. That's depression. Vers 9, da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, ja, ich bin mit Recht zornig, bis zum Tod. Ja, bist verrückt. Verrückt ist verrückt, putzig ist putzig, stinkig ist stinkig. So bleibt es für 24 Jahre.
Vers 10. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich, sagt der Herr, sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Ja, so ist die Welt. The world is confused. Reg dich nicht darüber auf. Die Welt ist ein wenig verwirrt. Manchmal sind Politiker verwirrt. The world is confused. Dann noch das Vieh. So, die Kühe sind auch verwirrt. Aber um das geht es nicht. Es geht darum, dass der Herr auch die Verwirrten retten möchte. Sollte ich kein was Mitleid haben? Denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid mit uns haben würde. Das macht genau Gott aus. Das macht genau Gott aus. Was macht Gott aus? Sein Mitleid, seine Empathie, seine Mitfühligkeit, sein Mitfühlen mit uns, wenn wir in einer Entmutigung oder in einer Depression sind. Das ist, was ihn ausmacht. Was möchte der Herr uns sagen an der Geschichte von Jona? Wir wissen vom letzten Mal, wir werden es am Elfuhr dann nochmals hören, wir haben einen Hohepriester, der Mitleid mit uns hat, der nachfühlen kann. Sein Name ist Jesus. Hör mir gut zu. Gott will uns Folgendes sagen. Der Herr möchte uns Folgendes sagen. Wir haben einen Hohepriester, der voll Mitleid ist. Der Mensch hat höchstens Mitleid mit einem Haselstrauch. Aber der Hohepriester ist einer, der voll Barmherzigkeit und Mitleid hat. Du kannst nicht ständig von Menschen erwarten, dass sie dich verstehen. Hörst du mir zu? Du kannst nicht von Menschen erwarten, dass sie dich immer verstehen und ihnen dann vorwerfen, na, du verstehst mich aber nicht. It's not possible, weil Menschen werden dich nicht verstehen. It's normal. Aber einer wird dich verstehen, der Herr. Wie weit ging das Mitleid von Jona? Sein Mitleid ging so weit bis zu dieser Pflanze. Er hatte Mitleid mit einem Rizinusstrauch. Aber Gott hat Mitleid für dich. Hör mir gut zu, ein Seelsorger, ein Therapeut, der versucht dir zu helfen, aber der hat vielleicht nicht unbedingt Mitleid mit dir. Denn nur der Herr hat Barmherzigkeit. Dein Therapeut hat keine Barmherzigkeit für dich. Dein Psychiater hat keine Barmherzigkeit für dich. Er will dir helfen, er möchte, dass es dir gut geht. Aber Barmherzigkeit hat nur Gott. Dein Hohepriester. Amen. So, das sagt ein Haufen aus. Deswegen vertraue nicht den Menschen. Setz deine Hoffnung nicht auf die Leute. Setz deine Hoffnung nicht auf die Pastoren oder Prediger oder auf die Gruppen oder Zellenleiter. Denn sie können nie diese Barmherzigkeit und dieses Mitleid haben, wie der Hohepriester es hat. Und deswegen ist die Geschichte von Jona da. Jona zeigt uns die menschliche Limitation auf. Ihn kümmert ein Haselstrauch. Come on, 120.000 wären gestorben. Und Jona regte sich auf darüber, dass sie nicht sterben. Aber er regte sich auf darüber, dass sein Garten wurmt. Interessant. Huh? Der Herr hat uns immer etwas zu sagen. Er möchte voll und ganz dein Hohepriester sein. Denn er ist immer verfügbar. Jeremia ist das fünfte und nächste Beispiel. Jeremia 20, Vers 14 bis 18. Hilft dir das? Hilft es uns, zu sehen, wie die Menschen selber, das ist nichts Neues, Depression, sondern Menschen selber haben durchgemacht, Männer und Frauen in der Bibel. Wir können noch so viele mehr Beispiele euch zeigen. Wir können nicht alle zeigen, aber das sind einfach ein paar Beispiele jetzt. Jeremia 20, das ist das Problem von Vollzeitern.
Ich muss dir kurz vorlesen, das mache ich direkt aus meiner Bibel, wir zeigen es nicht, aber ich lese dir kurz vor, was vorher steht, vor Vers 14. Siehst du, wir sind hier bei Jeremia 20, Vers 14 bis 18. Und kurz vorher, Vers 8 und 9, selbes Kapitel, steht das. Denn so oft ich rede, muss ich schreien, muss Gewalttat und Zerstörung ankündigen, sodass das Wort des Herrn mir Hohn und Spott einträgt die ganze Zeit. Er war ebenfalls ein Prediger. Er war ein Prophet. Propheten sind in erster Linie nie in erster Linie Propheten, sondern immer in erster Linie Prediger, Verkünder des Wortes. Okay? Ein Prophet ist nie in erster Linie ein Prophet. Er ist in erster Linie immer ein Verkünder des Wortes und dann dadurch kommt er ins Amt des Propheten. Okay? Also wenn ein Prophet kommt und dir sagt, ich bin ein Prophet und er predigt nie, kannst du es gleich vergessen. Denn der Verkünder ist immer an erster Stelle und daraus entsteht das Amt. Okay? So, und er sagt, wann immer ich predige, prophetisch predige, als Prophet predige, dann muss ich Zerstörung, Gewalttat ankündigen. Siehst du, das Alte Testament ist Gesetz. Gesetz gleich Gericht. Das Neue Testament ist Gnade. Gnade gleich Gunst. Dank sei Gott ist da dazwischen eine klare Trennung. Und Christus das Ende des Gerichts. Für den Gläubigen. Amen. Preis dem Herrn. Und dann sagt er im Vers 9, ich will Gott nicht mehr erwähnen und nicht mehr in seinem Namen predigen. Das ist, was er sagt. Er sagt, I'm finished. I'm finished. Jetzt habe ich so viel gepredigt und immer muss ich selber predigen, Gericht, 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 weil er gar nicht anders konnte. Er war unter der Dispensation, wo das war, der Gott ist ein gerechter Gott. Er führte immer das aus nach seinem Wort. Er konnte gar nicht anders. Und er musste das sprechen, was der Herr ihm gab. Aufgrund auch vom Gesetz. Und deswegen sagt er, ich will nicht mehr reden, ich will nicht mehr predigen. Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr predigen. Ein Prediger sagt, ich will nicht mehr. Doch da brannte es in meinem Herzen. Es brannte. Ich sagte, ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr predigen. Es brannte, als wäre ein Feuer in meinen Gebeinen eingeschlossen. Und ich wurde müde, es auszuhalten. Ja, ich kann es nicht. Freund, wenn der Herr dich zur Verkündigung berufen hat, dann kannst du nicht mehr anders. Du musst. Weil das Feuer in deinen Knochen, das Feuer in deinen Gebeinen ist zu stark. You have to preach. Auch wenn du sagst, ich will nicht mehr, das ist passiert, schlechte Erfahrung mit Gemeinde und Pastor und Team und Leute, ich will nicht mehr. Ja, aber das Feuer ist trotzdem eingeschlossen in deinen Knochen. Und wenn du aufhörst, wird es dich verzehren, bis du wieder beginnst. Er kann gar nicht anders. Und jetzt sagt er das. Er ist so frustriert. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren wurde. Der Tag, an dem mich meine Mutter zur Welt gebracht hat, sei nicht gesegnet. Weil das ist tiefe Depression, stimmt's? Verflucht sei der Mann, der meinem Vater die frohe Botschaft brachte. Dir ist ein Knabe geboren. Verflucht sei der Tag, diesem Mann ergehe es wie den Städten, die der Herr umgekehrt hat, ohne dass es ihn reute. Lass ihn Geschrei hören am Morgen und Kriegslärm zur Mittagszeit, weil er mich nicht im Mutterschoß tötete, sodass meine Mutter mein Grab geworden und sie ewig schwanger geblieben wäre. Boah, that's tough, bro. Can you read? Er sagt, Gott, warum ließt du nicht meine Mutter mein Grab werden? Und wäre ich im Mutterleib gestorben, wäre ich gar nie geboren worden. Warum bin ich, Vers 18, aus dem Mutterschoß hervorgegangen, um Mühsal und Kummer zu sehen und damit meine Tage in Schande vergehen? Ha. So, das ist Depression. Der Mann will nicht mehr leben, weil er eine Berufung hat, will er nicht mehr leben. Und das ist die Gefahr von Predigern, Pastoren und Verkündigern auf der ganzen Welt. Jeremia ist das typische Beispiel
eines Vollzeiters, eines Predigers. Und Prediger, Pastoren und Vollzeiter sind halt einfach meistens so sehr introspektive Menschen, dass sie ständig in sich hineinschauen. Was ist introspektiv? In sich hineinblickend. Sich selbst beziehungsweise seine eigenen Handlungsweisen beobachtend. Du schaust ständig in dich hinein. Man nennt es Innenschau. Und man ist ständig damit konfrontiert. Mein Dienst macht keinen Unterschied aus. Du schaust in dich hinein und du denkst, die Predigt war okay, aber sie hätte viel besser sein können. Du schaust in dich hinein und du denkst, kein Unterschied passiert. Es macht keinen Unterschied aus, ob ich predige oder nicht predige, ob ich diene oder nicht diene. Das sind introspektive Menschen. Ihre Innenschau lässt sie immer in einer gefährlichen Schwebe hängen, wo sie leicht depressiv werden können. Nun, das kommt leider einfach mit dem Job. Siehst du, in der Vorbereitung ist Innenschau extrem wichtig. Sie haben gelernt, nach innen zu hören und sie wissen, was an der Reihe ist. Sie schöpfen von sich heraus, von innen. Siehst du, sie gehen nicht, okay, welche Predigt haben wir durchs Register? Ah, die haben wir schon lange nicht mehr gepredigt. 1979 haben sie alle schon vergessen. Die nehme ich heute. Prediger sind Menschen, introspektive Menschen. Sie hören in sich hinein, sie schauen in sich hinein und bekommen auch so Weisung und Richtung, Vision. Und weil sie in sich hineinschauen gelernt haben, hören sie auch oftmals das Gute vom Herrn in sich drin und haben das Rhema-Wort für den Moment. Aber die negative der introspektiven Seite, der Innenschau ist, du hinterfragst dich konstant. War es gut genug? War es richtig genug? Hätte es besser sein können? Hätte ich noch mehr machen können? Das ist Jeremia. Das sind die Vollzeiter heute. Weißt du, was ich meine? Nicht alle müssen jetzt das verstehen, nur die sich darin bewegen. Deswegen müssen wir Vollzeiter vorsichtig sein. Deswegen sagte Billy Graham, Golfen hat mich davor bewahrt, wahnsinnig zu werden. Man braucht einen Ausgleich. Als Vollzeiter brauchst du Ausgleich. Hab deine Harley Davidson, hab dein Cabrio. Nach dem Gottesdienst, Dach runter, Helm auf, puste ein paar Blätter von der Straße, Amen. Enjoy life. Vollzeiter brauchen Ausgleich und sie brauchen viel Ausgleich. Und das ist ganz, ganz wichtig, um stabil und gesund zu bleiben. Okay? Weißt du, was ich meine? Ganz, ganz wichtig. Weil sonst durch diese Introspektive ist die Gefahr groß, dass man mit sich ständig selber kämpft, dass man nie genügt. Nun, danke sei Gott für die Gnadenbotschaft. Die Gnadenbotschaft hat uns extrem entspannt von der extremen Seite. Aber Menschen, die Gnadenbotschaft nicht haben, siehst du, die Suizidrate in den USA, unter Pastoren und Predigern ist extrem hoch. Jedes Jahr hören wir von Dutzenden von Selbstmorden, von Pastoren und Predigern, von Männern und Frauen, die Familien hatten, Kinder hatten, 3, 4, 5 Jahre alt. Aber der Druck war zu groß, den sie nicht mehr aushalten konnten. Und all diese Männer und Frauen, soweit ich sie kannte, kannten die Gnade nicht und die Botschaft der Gnade, wie wir sie kannten oder kennen. Aber die Gefahr ist da. Am Schluss sind es Brüder und Schwestern. So, wir sind Bruderhüter. Amen. Preis dem Herrn. Das ist Jeremia. Und zum Schluss, Heman. Heman. Nicht Haman. Heman. Wer ist Heman? Ein Sohn von Korah. Und er hat den 88. Psalm geschrieben. Meine Seele ist gesättigt von Leiden und mein Leben ist dem Totenreich nahe. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Ich bin ein Mann wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Dieser Psalm ist von Heman. Es ist der depressivste Psalm in der Bibel. Vers 19. Er sagt hier, meinen Freunden und Nachbarn hast du mich entfremdet. Mein einziger Vertrauter ist die Finsternis. It sounds like a depressive man. So, aber der Herr will uns etwas sagen. Der Herr will uns etwas sagen durch Heman, der Psalm 88 geschrieben hat.
Was ist das Heilmittel des dunkelsten Psalms in der Schrift? Psalm 88. Das ist der dunkelste Psalm in der Bibel. Was ist das Heilmittel? Das ist Jesus. Psalm 88 ist ein messianischer Psalm. Und darin wird vom Leiden am Kreuz unseres Herrn geschrieben und geredet. Nochmals Vers 4, 4 und 5, die Verse vorher. Schau dir das an. Meine Seele ist gesättigt vom Leiden. Mein Leben ist dem Totenreich neu. Das ist Jesus am Kreuz. It's Jesus. Der ganze 88. Psalm gehört in eine Abwicklung von Psalm, von ein paar Psalmen, wo Jesu Leiden und Auferstehung beschrieben wird. Das ist ein messianischer Psalm. Ich werde schon zu denen gerechnet, die in die Grube hinabfahren. Das ist Jesus am Kreuz. Ich bin wie ein Mann, der keine Kraft mehr hat. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? So, was ist Psalm 88? Worin liegt das Heilmittel? Freund, der Herr trug deine dunkelste Stunde am Kreuz, damit du geheilt sein kannst von deiner Finsternis. Amen. Der Herr trug die Dunkelheit, damit du heil sein kannst von deiner persönlichen Finsternis. Es wurde finster für ihn, damit deine Finsternis Licht werden kann. That's Jesus. So, was ist das Heilmittel für jede Depression? Jesus, unser Hohepriester. Amen. Freund, du bist nicht allein. Freundin, du bist nicht allein. Du bist nicht allein. Der Herr fühlt mit dir. Er hat Mitleid. Er hat Barmherzigkeit. Der Herr kennt Menschen, die durch dasselbe durchgegangen sind. Der Herr wirkte unter diesen Menschen und genau deswegen sind sie in der Bibel. Sie sind aufgeschrieben, uns zur Ermutigung, zur Belehrung, zum Trost, damit du Hoffnung schöpfen kannst und damit du, Amen, von Gott aus deiner Finsternis herausgeführt werden kannst. Denn aus Finsternis soll Licht werden. Amen. So, let's pray. Lass uns aufstehen. Und das ist genau das, was wir jetzt beten. Aus Finsternis wird Licht in deinem Leben. Weil das Licht ist immer stärker als die Finsternis. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir im Namen Jesus Christus für alle diejenigen, die jetzt zuschauen, diese Serie anschauen. You will win over depression. You are winning over depression. Halleluja. Und du wirst aus deiner Finsternis heraussteigen. Jesus nahm die Finsternis auf sich, in sich auf, absorbierte sie, damit Licht in dein Leben kommen kann. Und wenn du in dieser großen Depression steckst oder in einer kleineren Depression, von jetzt an wird es hell, wird es Licht. Denn das Evangelium ist das Licht und das helle Licht des Evangeliums wird von diesem Moment an in deinem Leben zum Scheinen kommen. Amen und Amen. Halleluja. Werde hell und empfange die Güte des Herrn. Denn wo die Helligkeit Gottes ist, wo das Licht Gottes ist, ist seine Barmherzigkeit, sein Mitleid, seine Güte. Amen. 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 Danke, Jesus. Thank you, Lord. Wir preisen dich und wir erheben dich. Um 11 Uhr werden wir darüber sprechen, wie der Herr mich rausführt aus meiner Depression. Im Jahr 1999. Stell dir vor, im Jahr 1999 fiel ich in eine dreiwöchige tiefe Depression. Ich werde dir meine Geschichte um 11 Uhr erzählen, wie der Herr mich herausführte. Das hat alles mit dem Hohepriester zu tun. Stell dir vor, 1999, das war die Prophetie für dieses Jahr von den großen Propheten. 99 will be divine. Das Jahr 1999 auf Deutsch übersetzt wird göttlich, ein göttliches Jahr werden. Nicht für mich. Aber das war die Prophetie. 99 will be divine, not for me. 99 will be depressed. Nur weil eine Prophetie da ist und du sie nicht erlebst, ist das nicht das Ende. Nur weil du eine Schlacht verloren hast, hast du noch nicht den Krieg verloren. Aber es wurde divine. Halte fest, Amen, am Wort Gottes.
Thank you, Jesus. So, 11 Uhr werden wir das so ansprechen. Deswegen möchte ich dich einladen, all die am Livestream sind, 11 Uhr, wenn ihr könnt, nochmals dabei zu sein. Oder dann halt nächste Woche einfach nochmals reinzuhören, reinzuschauen. Amen. Praise the Lord. Schön, wart ihr da. Ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Wir sehen uns nächsten Sonntag wieder. Bis bald. Tschüss zusammen. Bye-bye.
So, da wäre jetzt Schur, also das 2. Ich habe da jetzt aber gerade noch... Ja, wenn da hinten der Strom abgestellt ist, geht natürlich nicht. So, also wunderbar. Wenn wir jetzt so da hocken, das ist nicht so. Ja, es hat ganz in der ganz oberen Ding hat es noch. Aber von der Pegel ist gut. Ja, es hat einfach noch im Eco noch einen, der noch nicht so cool ist. Test, 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 test. Hocken wir schnell an, Schnuff, was du meinst. Hallo, hallo, test, test, test. Ja, genau. Was meinst du so von der Lautstärke? Ich würde sagen, es ist nicht so schlecht, oder? Oder als externe. Okay, das wäre Merich sein Mikrofon. Und das da wäre das Susan ihres Mikrofon. Die haben wir jetzt so equalized, dass sie gleich tönen, von der Idee her. Obwohl es ganz andere Mix sind. Es hat irgendwo ganz in der Höhe, in der S-Laut oben, hat es noch irgendeine Frequenz, die noch ein bisschen zieht. Ja, genau. Jetzt habe ich das Startmikrofon, und zwar das 1 habe ich jetzt, wo ich am Schwätzen bin. Genau. Test, 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 test. Ja, jetzt hast du ein bisschen etwas verbessert, muss ich sagen. Jetzt ist die Frequenz oben rein, die wehtut, hat nicht mehr so schlimm. Ja, und das Zweite, ja, das... Kannst du bei dem noch das Gleiche machen, was du beim ersten gemacht hast? Das hast du gut gehört. Das ist super. Ja, ja, jetzt ist angenehmer jetzt. Das ist gut, ja. Ja, gut. Hast du super gezaubert. Gut geschafft. Perfekt. Dann machen wir noch rasch den Jedi da ihres. Das ist fast das Heikelste mit den Rückkopplungen. Jawohl, das ist noch so ein bisschen sehr hallig auch immer noch, finde ich. Wie das letzte Mal ist es auch noch am Anfang. Ist es auch so hallig gewesen? Jetzt hallt es immer noch ein bisschen, jetzt ist es ein bisschen besser. Habe ich schon richtig dran? Wir schauen gerade schnell. Ja, jetzt, ja, ich glaube, so passt es. 1, 2, 3, Sonntagmorgen, guten Tag. Wir haben wieder einen Wintereinbruch gehabt.